High Enduro End, dein Anbieter für professionelle Enduro-Trainings. Ob Anfänger, Fortgeschritten oder Reise-Enduro, wir gehen individuell auf deine Bedürfnisse ein. Enduro-Trainings, Touren und Events. Das gibt es alles nur auf highenduroend.de. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal High Enduro End. Wir haben euch in den letzten zwei Episoden schon erklärt, wie stelle ich meine Druckstufe ein, wie Zugstufe, Einbauwinkel von der Gabel sowie vom Federbein hinten. Und was jetzt noch ein sehr wichtiger Punkt ist, jeder kennt es, man fliegt irgendwie hin, vorne die Gabel, es ist alles ein bisschen verzogen, vielleicht sogar ein bisschen krumm vorne. Und ich muss eigentlich nach jedem Sturz die Gabel neu ausrichten bzw. mal aufmachen. Da gibt es auch einige Sachen, die ich beachten sollte und das zeigen wir euch jetzt. Hierzu muss ich jetzt die komplette Gabelbrücke lösen und unten auch an der Steckachse die Schrauben aufmachen. Das kann dann gut sein, dass das während dem Aufschrauben so ein bisschen knackt. Das heißt, das war dann schon mal ein bisschen verzogen, das zieht sich jetzt wieder ein bisschen gerade. Aber so wirklich komplett entspannt ist es jetzt auch nicht. Je nachdem natürlich, wenn es vorne wirklich richtig krumm ist, das Vorderrad, beziehungsweise in der Gabel das ziemlich verzogen ist, kann ich natürlich das Vorderrad zwischen die Knie nehmen und am Lenker das erstmal gerade machen, wenn es mich wirklich so arg gestürzt bin. Viele machen den Fehler und denken, jetzt ist das ja wieder alles entspannt und ich kann alles wieder zuschrauben und alles ist wieder gut. Ist nicht ganz so, ich habe immer noch Spannung drauf und die kann ich jetzt wieder lösen, indem ich die obere Schraube der Gabelbrücke mal jeweils festmache. Ich kann das Motorrad auf den Hubständer setzen, damit das Vorderrad ein bisschen in der Luft ist. Und dann drehe ich das Vorderrad vorne rum, bremse, drehe es rückwärts rum, bremse nochmal und das mache ich jetzt einfach mal so zwei, drei Mal. Dadurch entspannt sich nochmal komplett die Gabel mit dem auf der Steckachse und in sich nochmal. Denn oftmals ist auch das Hauptproblem beim Ansprechverhalten der Gabel, dass die Gabelholme in sich so unter Spannung stehen, dass die Gleitbuchse in der Gabel immer am Standrohr reibt. Das ist natürlich mehr Widerstand, aber auch geht natürlich auch auf die Komponenten. Die Gleitbuchsen sind natürlich wesentlich schneller abgenutzt. Auch wieder das ganze System wird schneller undicht. Das heißt, das ist auch wichtig, dass ich das bisschen verhindere, dass die einfach gerade laufen und sich nicht in sich selber gegenseitig irgendwo entlang schrammen. Und das schaffe ich eben genau, indem ich das Vorderrad mal vorwärts drehe, bremse, rückwärts drehe und bremse, dass das ganze System so kleinen Schlag bekommt und sich selber ausrichtet, wie es eigentlich sein sollte. Das schaffe ich sonst eigentlich kaum. Und dann kann ich über Kreuz natürlich die ganzen Schrauben festziehen, unten festziehen und mit dem jeweiligen Drehmoment das Ganze dann eben zu drehen. Wenn ihr eh schon da vorne ein bisschen am Arbeiten seid, da alles löst, denkt dran, Gabeln sollten auch immer wieder entlüftet werden. Da gibt es hier oben noch eine kleine Schraube. Wichtig auch, dass das Motorrad auf dem Hubständer steht bzw. komplett ausgefedert ist. Ich drehe die Schraube auf, dann entweicht noch Luft. Wenn ich das Ganze nicht auf dem Hubständer stehen habe, sondern die Gabel ein bisschen eingefedert ist, kann es natürlich sein, wenn ich das wieder festziehe, dass sich darin ein Vakuum bildet, wenn es dann komplett ausfedern sollte. Deswegen dran denken, Motorrad auf den Hubständer stellen, einfach einmal die Schraube rausdrehen, Luft entweichen lassen und wieder reindrehen. Ja, ich hoffe mal, euch hat das Video und nicht nur das Video, sondern das gesamte Fahrwerksthema als Thema gefallen. Schreibt das doch einfach mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Videovorschlägen. Das heißt, wenn ihr einfach wisst, was gefällt euch besonders, packt es unten in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Würde mich sehr freuen. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert unseren Kanal High Enduro End oder folgt uns auf unseren Enduro-Lehrgängen. Auch immer gut, was dazu zu lernen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sieht man den einen oder anderen mal beim Training und tschüss.